Hallo Gisela, Schätzchen. Oh, sind wir schon wieder mit der Treppe dran? Na komm, da helfe ich dir mal schnell. Hier ist eine Stange, ah, da ist ein Feudel und... Morgen. Du, Gisela-Häschen, es gibt super Neuigkeiten. Sag mal, Gerd, wieso bist du denn nicht auf der Arbeit? Wieso? Du bist wieder deinen Job los. Ja, das auch, aber ich habe jetzt meine wahre Bestimmung gefunden. Ich habe mich mit einem Penner unterhalten und der, also, ich werde anderen Menschen helfen. Oh nein, er wird Altenpfleger. Altenpfleger? Nein, ich spüre es. Tief in mir steckt etwas ganz Besonderes. Ach, du hast mein Noppendildo. Ich bin der Auserwählte. Auf mich wartet eine große Aufgabe. Mama! Pille hat Durchfall! So, Durchfall, sagen Sie? Dann wisch mir den Vorrat mal an. Gucken. Kann man Durchfall nicht auch mit einem Medikament stoppen? Sicherlich, aber hör mal, Jung. Warum heißt ich Schul Dr. Faust? So, ich kann nichts finden, aber ich glaube, dieses Tier steckt in einer Sinnkrise. Ich geb dir mal die Adresse von einem Psychologen, der dringend Geld braucht, der sehr gut ist. Fried, mein Vögelchen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Dr. Ingmar Niedrich Bögel, Schulze, Hansen. Und Sie halten sich also für ein Meerschweinchen? Nein, dieses Meerschweinchen ist ein Meerschweinchen. Ach so! Und Sie? Sind Sie auch ein Meerschweinchen? Ich? Nein. Aha! Was soll ich bloß machen? Mein erster Auftrag als Superheld und ich krieg's nicht hin. Ich seh's schon. Flash Gerzen und da liegt eine Meerschweinchen. Du bist Superheld und brauchst Hilfe? Ja. Woher? Ich war selbst 30 Jahre Superheld. Damals 56 bis 63 in Bergisch Gladbach. Man nannte mich auch die Hummel. Ach. Du hast ein gutes Herz, Junge. Und deshalb werde ich dir helfen. Oh, ihr Handy klingelt. Nein, das ist der Akku meines Herzschrittmachers. Ich muss den Stellbett...